Kurznachrichten. Alles öffnet und die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 36,8. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig fordert eine neue bundesweite Obergrenze für Risikogebiete und die Arbeitgeber fordern ein Ende der Homeoffice-Pflicht. Ich fordere ein korrektes Datum. 2. Juni 2021. Die Weltgesundheitsorganisation erteilt eine Notzulassung für den chinesischen Corona-Impfstoff Sinovac. Corona-Varianten bekommen neue Namen. Verwendet werden die Buchstaben des griechischen Alphabets. Die britische Variante wird jetzt einfach Alpha genannt. In China ist der erste Fall der Infizierung eines Menschen mit der Vogelgrippe H10N3 registriert worden, meldet Reuters. Man beruft sich auf die Nationale Gesundheitskommission des Landes. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann. Ob er bereits fliegen kann, ist nicht bekannt. Die ARD berichtet ausführlichst von unseren amerikanischen Vortänzern. Als erster US-Präsident erinnert Joe Biden in Tulsa an das rassistische Massaker an Schwarzen in der Stadt vor 100 Jahren. Bei seiner Ansprache warnt er auch vor aktuellen Bedrohungen für die amerikanische Demokratie. Seiner Meinung nach kommt diese von rechts. Auch stoppt Joe Biden Bohrungen im Naturschutzgebiet. Es gab Pläne zur Öl- und Gasförderung in Alaska. Nach Angaben der Sprecherin des Weißen Hauses, Pierre, sind die USA bereit, mit europäischen Verbündeten zum Problem der Spionage zusammenzuarbeiten. Nach Angaben des Weißen Hauses hat Washington Moskau wegen der Situation mit dem Hackerangriff gegen den weltweit größten US-Fleischproduzenten GBS kontaktiert. Man ermittelt zusammen. Die Vereinigten Staaten haben bis zu 44% ihres Abzugsprozesses aus Afghanistan abgeschlossen. Das teilt das US-Zentralkommando gestern mit. Moskau ist bereit, Kontakte im Rahmen des Russland-NATO-Rates wieder aufzunehmen und Militärs müssten den Dialog beginnen. Diese Auffassung vertrat Russlands Außenminister Lavrov gestern nach Abschluss einer Sitzung des Außenministerrats der BRICS, die in Form einer Videokonferenz verlief. Die US-Regierung hat erklärt, auf weitere Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 zu verzichten. Wladimir Putin begrüßt das. Um den Austragungsort des diesjährigen Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg vor Viren zu schützen, setzt der Veranstalter eine als Kaltnebel bezeichnete Desinfektionstechnik ein. Eine russische Entwicklung. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Dienstag mehr Unterstützung von Deutschland gewünscht, insbesondere in Form von Waffenlieferungen. Die Bundesregierung hat am Dienstag ihre Unterstützung für die Pläne zur Erhöhung der NATO-Budgets ausgedrückt. Wir investieren so fleißig in Krieg. Haben wir nicht eine lebensgefährliche Pandemie? Zum Voranbringen des Friedensprozesses in Libyen haben Deutschland und die Vereinten Nationen eine weitere Konferenz einberufen. Südkorea bereitet erstmals den Test einer eigenen Trägerrakete vor. Die Uranproduktion in Deutschland kommt nach 75 Jahren endgültig zum Erliegen. Gestern erfolgte der letzte Transport, so die Wismut GmbH in Königstein. Die Chefin der Linksfraktion im Bundestag ist empört. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock forderte am Montag eine Erhöhung des Benzinpreises von insgesamt 16 Cent. Der ehemalige Spiegelredakteur Klaas Relotius hat erstmals nach dem Auffliegen des Fälschungsskandals ein Interview gegeben. Gegenüber der Schweizer Zeitschrift Reportagen erklärt er, warum er betrogen hat. Er gesteht zudem, wie viele seiner Texte in seiner Zeit als Journalist korrekt waren. Verkürzt gesagt, die allerwenigsten. Dann kann man ja den Spiegel getrost Lügel frotzeln. Wetter! Wild ist es in Deutschland. Neben Sonnenschein gibt es aber auch dickere Quellwolken und örtlich Schauer oder Gewitter. Im Norden können diese kräftig sein. Auch die nächsten Tage werden so. Macher Alternative Music.